Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video und in diesem Video geht es darum, wie du deine Bewerbung für die Schweiz schreibst, wie eine Musterbewerbung auszusehen hat, an was du denken sollst, was wichtige Kriterien sind, wenn du hier in die Schweiz auswandern willst, wenn du deinen Traum leben möchtest und du möchtest hierher kommen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Weil dieses Thema so komplex ist, habe ich für euch diesmal eine Präsentation vorbereitet, durch die ich mich jetzt klicken werde. Ich denke, das ist auch einfacher zu folgen und zu verstehen, wenn ihr dann direkt das visuell vor euch habt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Präsentation und wir sehen uns am Ende des Videos. Okay, legen wir los. Das Wichtigste zuallererst einmal ist, dass das Bewerbungsschreiben, was man hier auch Anschreiben oder Bewerbungsanschreiben nennt, die erste Seite deiner Bewerbungsmappe ist und dass sie im Endeffekt entscheidet über all deine weiteren Dokumente. Dass es für die Bewerbung ein Layout gibt, eine gewisse Norm, die du einhalten solltest. Und diese Norm gibt dir Vorgaben bezüglich der Gestaltung, den ganzen Aufbau deiner Bewerbung. Dies ist allerdings nur eine Vorgabe und nicht unbedingt bindend, weil besonders in kreativen Berufen ist es weniger wichtig, sich an die Norm zu halten, denn es ist ja Kreativität gefragt zum Beispiel. Daher kannst du da gerne mal ein bisschen experimentieren, aber eben nicht in allen Berufszweigen. Bei dem Anschreiben solltest du auf jeden Fall in größter Sorgfalt vorgehen und keine Vorlagen verwenden, denn Personaler wissen das. Ihr müsst überlegen, sie lesen jeden Tag hunderte Bewerbungen teilweise. Also sie wissen ganz genau, wer einfach nur Vorlagen benutzt, wer nur Copy-Paste macht. Also da wird dann nicht viel passieren. Daher verfasse dein Bewerbungsschreiben immer nur für ein Unternehmen und kristallisiere in dem ganz klar deine Motivation raus, warum du genau für dieses Unternehmen arbeiten möchtest. Und ändere das auch je nach Unternehmen wieder ab. Anders als bei den anderen Dokumenten deiner Bewerbung geht es bei deinem Anschreiben darum, dass du ein Porträt deiner Fähigkeiten bietest und deine Qualifikationen darstellst und oder deine Motivation für den Job zum Ausdruck bringst, dass du eben dem Unternehmen zeigst, dass du wirklich vom Unternehmen überzeugt bist und warum du genau da arbeiten möchtest. Dafür solltest du deine eigenen Fähigkeiten aus den Anforderungen der Stellenanzeige verbinden. Außerdem sollte in deinem Bewerbungsanschreiben stehen, auf welche Stelle du dich bewirbst und warum du dies tust und warum gerade du der perfekte Kandidat für das Unternehmen bist. Vielen Bewerbern fällt eben gerade das Verfassen eines Bewerbungsschreibens sehr schwer. Das eben auch zu Recht, denn mit dieser Seite entscheidest du darüber, ob derjenige den ganzen Rest deiner Bewerbung überhaupt noch anguckt und ob du dich auch von der Masse abhebst oder einfach in der Masse untergehst. Denn egal wie viele Qualifikationen oder Fortbildungen du gemacht hast, der Personaler wird eben nicht weiter deine Mappe angucken, wenn dieses Anschreiben schon schlecht verfasst ist und ihn nicht überzeugt hat. Dann solltest du natürlich wissen, dass je nach Branche, in der du dich bewirbst, das Anschreiben anders aussieht. Also wenn du dich eben als Rechtsanwalt bewirbst oder als Grafikdesigner, es ändert sich natürlich je nach Beruf. Deswegen guck auf jeden Fall für deine Branche nochmal spezifisch nach einem gezielten Muster anschreiben, wenn du dich vorhast zu bewerben. Wie sollte dein Bewerbungsschreiben jetzt aussehen? Da du da je nach Branche das unterschiedlich machst, aber natürlich das Wichtigste, den Personaler überzeugen möchtest, gebe ich dir jetzt ein paar Tipps mit auf den Weg, wie dieses im Endeffekt aussehen muss. Das Allerwichtigste und die Basics sind im Endeffekt der formale Teil des Bewerbungsanschreibens und diese ganzen Einstellungen nimmst du am besten vor und formatierst es, bevor du beginnst, das Schreiben aufzusetzen. Der Grundsatz für alle Bewerbungsanschreiben lautet aber, dass eine DIN A4-Seite genug ist. Da lohnt es sich aber vorab, die Seitenränder einzustellen, damit du am Ende nicht zu viel Text hast und ständig anpassen musst und deine Formatierung wieder löschen musst und wieder anpassen musst. Damit du dich ein bisschen orientieren kannst, ist die spezielle Norm für Bewerbungen die DIN 5008. Dieser Standard legt beispielsweise fest, wie die Seitenränder, wie die Leerzeichen oder wie die Absätze platziert werden müssen. Und es gibt dir quasi die Vorgabe für alle möglichen Sachen. Da musst du gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, ob du es jetzt wirklich richtig gemacht hast. Also empfehle ich dir die Formatierung DIN 5008. Auch eine wichtige Sache ist das Papier, was heutzutage schon vergessen wird, aber es gibt noch Unternehmen, die wollen Bewerbungen in Papierform. Und wenn du da deine Bewerbung einschickst, dann solltest du auf etwas hochwertigeres und dickeres Papier setzen, dass der Personaler bereits ein anderes Gefühl hat, wenn er deine Bewerbung in die Hand nimmt, denn oft ist das so ein kleiner Profitrick, würde ich fast sagen, weil wenn du die Bewerbung jetzt anfährst und das spürt sich irgendwie anders und so, dann bleibst du auf jeden Fall im Gedächtnis des Bewerbers und denkst dich, hey, was war denn das nochmal für eine Mappe, der so ein cooles Papier da hatte und so. Ja, und vielleicht bist gerade du das.
Also vermeide auf jeden Fall Eselsohren, Kaffeeflecken, irgendwelche Knicke oder sonst was. Also wenn der Drucker nicht so hochwertig ist und das ist jetzt schlecht gedruckt und hast ein schlechtes Ergebnis bekommen, dann lass es auf jeden Fall nochmal neu drucken und schick es nicht einfach los. Das ist ganz, ganz wichtig. Was besonders wichtig ist, ist die Schriftart. Es ist empfohlen, dass du nur 2 verschiedene Schriftarten benutzt, maximal 3. Die gängigsten Schriftarten sind Arial, Verdana oder Helvetica, wobei sich natürlich in der Schweiz Helvetica empfiehlt. Ich glaube, du hast den kleinen Witz verstanden. Wenn du jetzt in einen etwas kreativeren Beruf bist oder herkommst, dann kannst du natürlich das Anschreiben auch etwas verändern. Aber grundsätzlich in den eher konservativen Berufen gilt maximal 2 Schriftarten. Kommen wir mal zur Schriftgröße deines Bewerbungsschreibens und die liegt ungefähr bei Größe 12 oder Größe 11. Kleiner sollte es aber nicht unbedingt sein, denn es geht ja beim Anschreiben darum, dass du möglichst kurz und prägnant das Wichtigste auf den Punkt bringst und denjenigen überzeugt. Zwischen Überschriften, Adressen sowie das Datum kannst du etwas größer, also in Punkt 13 formatieren und auch gerne fett hinterlegen. Der Zeilenabstand liegt dabei im Idealfall bei 1,5. Das Design spielt ebenfalls eine Rolle, denn also ideal wäre es, wenn du das Design des Unternehmens aufgreifst zum Beispiel, also wenn du jetzt deine Bewerbungsmappe schickst, zum Beispiel in den Farben des Unternehmens machst oder so, damit du deinem Personaler zeigst, dass du auch in solchen Punkten dich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hast. In einer kreativen Branche kann dein Anschreiben durchaus etwas freier in seiner Gestaltung werden und auch die Formen und Grafiken enthalten, die aber nicht zum Mittelpunkt deines Dokuments werden sollten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es geht ja im Endeffekt um dich und du willst nicht mit bunten Mustern, Farben und so weiter von dir ablenken und dass deine Bewerbung im Endeffekt auch nicht kitschig oder kindisch wirkt und so. Wie gesagt, in konventionellen Berufen ist eine schlichte und einfache Bewerbung viel, viel sinnvoller. Der Kern deines Bewerbungsschreibens, worum sollte es darin eigentlich gehen? Also in der Einleitung auf jeden Fall das Interesse am Unternehmen sowie deine Motivation einbringen. Im Hauptteil, das Wichtigste sind deine fachlichen Qualifikationen sowie deine Soft Skills, also das sind Tätigkeiten, Nebenbereiche, in denen du dich auskennst, die du mit einbringen könntest und zum Schluss Informationen zum Einstieg sowie deine Gehaltsvorstellungen. Daher solltest du dich auf jeden Fall auch mit den Gehältern in der Schweiz befassen, wie viel man hier ungefähr verdient, denn das fragen sie sehr, sehr oft, was du dir denn vorstellst, was du gern verdienen möchtest. Grundsätzlich kannst du dich bei dem gesamten Anschreiben an die sogenannte AIDA-Formel halten. Diese stammt eigentlich aus dem Marketing, aber sie ist auch sehr, sehr gut beim Anschreiben umzusetzen. Und die bedeutet so viel wie A, Attention, das heißt Aufmerksamkeit mit originellen Formulierungen erregen. I wie Interest, das Interesse auf deine Person wecken. D wie Desire, neugierig machen mit Erfolgen und deinen Skills. Und A wie Action oder Call to Action, zu einer Handlung auffordern, sprich eine Handlung zum Vorstellungsgespräch einbringen. Was solltest du jetzt bei deiner Einleitung beachten? Bei der Einleitung ist es so, sie sollte bereits einen richtigen Knall beim Personaler verursachen und er denken, wow, cool, in 4 bis 6 Zeilen hat er auf den Punkt gebracht, warum er unbedingt hierher will. Das heißt, Standardfloskeln wie zum Beispiel, hiermit bewerbe ich mich oder so, das solltest du weglassen. Und es ist ja im Endeffekt auch klar, dass du dich bewirbst, das musst du ja jetzt nicht nochmal extra da reinschreiben. Wichtiger ist eventuell, warum möchtest du speziell für dieses Unternehmen arbeiten? Was sind deine Stärken, die dem Unternehmen einen Mehrwert bieten? Und da liegt die Betonung ganz klar auf Mehrwert. Wie bringst du das Unternehmen voran? Und warum bist du schließlich der perfekte Bewerber für diese Stelle? Was auch eine sehr, sehr coole Idee ist, du kannst dem Personaler einen kleinen Vorgeschmack auf deine Arbeit geben, indem du eine Vision für das Unternehmen beschreibst, die du schließlich umsetzen würdest. Solltest du die Stelle erhalten. Wichtig ist dabei, dass du keine Schwachstellen des Unternehmens an den Pranger stellst, sondern diese aufgreifst und in etwas Positives verwandelst, ohne dabei überheblich zu erscheinen. Das ist also eine kleine Herausforderung, die du dir stellen kannst, aber wenn du eine gewisse Routine hast oder auch sehr selbstbewusst bist in deinem Auftreten, ist das zum Beispiel eine sehr, sehr coole Option, deine Bewerbung etwas herauszustellen. Was kommt in den Hauptteil deiner Bewerbung? Also in den Hauptteil kommt das rein, was dich ausmacht. Das heißt zum einen deine Hard Skills. Die kannst du im Lebenslauf auch noch weiter ausführen. Dennoch sollten sie auch im Anschreiben angerissen werden und bestenfalls nicht nur die Angaben aus deinem Lebenslauf wiederholen. Gehe hier besonders auf die Anforderungen der Stellenanzeige ein und belege deine Aussage anhand von Beispielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deine Soft Skills, die ich vorhin schon genannt habe, die lassen sich im Endeffekt etwas schwieriger beweisen, da du darüber natürlich keine Zeugnisse oder Zertifikate erhältst oder so. Jedoch solltest du deine Fähigkeiten anhand von Beispielen aus deinem Alltag belegen und nicht einfach nur schreiben, ich bin
teamfähig oder so, das ist ein No-Go, sondern auch schreiben, warum du teamfähig bist zum Beispiel. Denn du konntest dies bereits mehrfach unter Beweis stellen in früheren Jobs oder im Praktikas oder so oder weil du seit langem im Fußballverein bist und dort als Co-Trainer arbeitest oder alles solche Sachen. Wichtig ist bei den Soft Skills, denn da kann man sich auch teilweise ein bisschen versauen, dass du nicht den Fokus auf die Stelle verlierst. Wenn du so viele Soft Skills hast und vielleicht auch Fähigkeiten von dir bewertest, die eigentlich nicht wirklich für den Beruf relevant sind, die brauchst du dort im Endeffekt nicht einbringen. Also konzentriere dich wirklich auf die Anforderungen aus der Stellenanzeige und greife ja darüber hinaus weitere Kompetenzen auf, die deiner Meinung nach für den Beruf wirklich wichtig sind. Zum Schluss und im letzten Teil deiner Bewerbung geht es schließlich um den frühestmöglichen Einstiegstermin und deine Gehaltsvorstellungen. Sollten diese gefordert sein? Und eine Schlussformel mit der Aufforderung zur Einladung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du zeigst, hey, ich bin bereit, ich bin jederzeit bereit, ladet mich ein und so, ich bin heiß auf den Job. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Formulierung ist dabei natürlich das A und O. So wie du zum Beispiel dann mit dem Knall eingestiegen bist in deine Einleitung, so solltest du das Anschreiben auch beenden. Du solltest auf jeden Fall Sätze wie ich würde mich freuen vermeiden, weil die wirken sehr schüchtern und die wirken nicht überzeugend. Du solltest auf jeden Fall selbstbewusst auftreten und ganz direkt schreiben, ich freue mich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Bist du dir unsicher mit deinen Gehaltsvorstellungen, schaue dir dazu einfach auf jeden Fall die Gehaltstabelle an, nach Bundesland oder nach Kanton oder nach Größe des Unternehmens. Ein Startup wird dir zum Beispiel ein deutlich geringeres Jahresbruttogehalt auszahlen können als ein globaler Konzern und formuliere dann auf jeden Fall deine Wünsche aus und beschreibe und begründe diese entsprechend deiner Qualifikation. Weil entsprechend meiner Qualifikation liegen meine Gehaltsvorstellungen bei ... Dann fragen dich natürlich viele, warum du jetzt gerade den Job wechseln möchtest, weil du vielleicht noch in einem Anstellungsverhältnis bist. Dass Mitarbeiter ihren Job aber wechseln, ist kein seltenes Phänomen, deswegen sollte dich das auch nicht verunsichern oder so. Was ein absolutes No-Go ist, sind schlechte Aussagen über den bisherigen Arbeitgeber. Diese machen natürlich einen schlechten Eindruck auf den neuen potenziellen Arbeitgeber, denn der kann ja irgendwann auch mal dein alter Arbeitgeber werden. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Versuche deinen Wechsel auf jeden Fall positiv zu begründen, beispielsweise mit dem Suchen nach einer neuen Perspektive, nach einer Erweiterung deiner Aufgaben oder neuen Entwicklungsmöglichkeiten, die dir zum Beispiel nur dieses Unternehmen bieten kann, in dem du dich jetzt gerade bewirbst. Auch die Unternehmensgröße kann dabei ein Grund sein, zum Beispiel möchtest du von einem kleinen Startup lieber zu einem internationalen Großkonzern wechseln und neue Herausforderungen annehmen, also alles einfach positiv verpacken und auch wieder die Unternehmensstruktur aufgreifen und das Unternehmen herausstellen, warum das gerade so cool für dich ist, warum nur sie dich weiterbringen können im Endeffekt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo viele mich anschreiben von euch. Sie haben im Endeffekt noch nicht viel Berufserfahrung, sind noch Berufsanfänger, sind noch sehr jung, sind teilweise noch vor der Lehre oder ja im Studium. Da hast du eben noch nicht so viele Referenzen. Wichtig ist in diesem Fall natürlich, dass du vielleicht einige Praktikas machst und die Referenzen erarbeitest. Oder wenn du studierst, hast du vielleicht nebenbei schon einige Praktikas gemacht oder Studienjobs erlernt, die für das Unternehmen auch einen gewissen Mehrwert bieten konnten. Oder du vielleicht irgendwelche Soft Skills lernen konntest, die für das Unternehmen wichtig sind. Solltest du das alles eben noch nicht haben, dann liegt dein Fokus eher auf deiner Motivation für das Unternehmen, die Leidenschaft für das Unternehmen und für die Stelle, dann solltest du eher deinen Fokus darauf legen. Solltest du noch nicht so viele Referenzen haben in dem Bereich, dann kannst du in deinem Anschreiben auch super damit punkten, wenn du gewisse Fachbegriffe aus der Branche mit einbringst, die im Endeffekt deine fehlenden Kenntnisse durch eine kleine Expertise wieder wegmachen. Das beeindruckt den Personaler natürlich, wenn der sieht jetzt, hey, oh, der kommt ja eigentlich noch gar nicht aus unserem Bereich. Wie kann der denn den Begriff schon kennen? Das macht ihn natürlich wieder neugierig auf dich und so. Und ich denke, das bringt dir einige Pluspunkte. Solltest du Vorlagen für dein Bewerbungsschreiben benutzen? Das ist auch so eine Thematik. Natürlich, was das Layout angeht und so, sind Vorlagen sehr zu empfehlen und sehr sinnvoll. Auch wenn du jetzt nicht ganz so kreativ bist und die nötigen Skills nicht hast unbedingt und nicht so die Routine hast, dann sind Vorlagen sehr, sehr gut. Du solltest aber wissen, wenn du jetzt Formulierungsvorlagen nimmst, dass Personaler dafür ein wirklich gutes Auge haben und diese natürlich auch kennen. Das heißt, es wird dann schon auffallen, aber für den Anfang ist es eine
gute Option oder eine Alternative, die du nutzen kannst, auf jeden Fall. Jetzt hast du die ganze Sache fertig geschrieben und wie kannst du das Ganze jetzt verschicken? Natürlich gibt es immer den herkömmlichen Weg über die Post. Dabei solltest du einen C4-Umschlag verwenden und die Seiten nicht knicken. Du kannst aber auch nicht davon ausgehen, dass der Postbote jetzt super ordentlich damit umgeht. Das kann immer passieren, dass da irgendwas ist und dein Umschlag im Endeffekt geknickt ankommt. Das ist leider so. Das Gute ist ja heutzutage, dass die meisten sich nur noch digital bewerben und auch nur noch digitale Bewerbungen haben wollen. Da ist wichtig, dass du das Ganze in einer PDF-Datei bündelst, also deine ganzen Unterlagen, Zertifikate, was du hast, alles in einer Datei bündelst und achte darauf, dass sie nicht unbedingt größer als 5 Megabyte ist. Sonst läufst du im Endeffekt Gefahr, dass der Personaler deine Mail vielleicht gar nicht erst öffnet oder du diese nicht verschicken kannst. Zusätzlich verweist du dann im Textfeld der Mail auf deine Anhänge und schreibst ein paar kurze Zeilen zu deinem Anliegen. Die Betreffzeile wird in der Regel schlicht und ergreifend mit der Stellenbezeichnung sowie der Referenznummer ausgefüllt. Ganz wichtig ist vor allem auch, dass deine Mailadresse seriös ist und im besten Fall erstellst du einfach eine neue mit deinem Nachnamen und deinem Vornamen. Also nicht kleine Biene 963 oder so at yahoo.de, sondern wirklich dein Vor- und Zunamen. Das ist sehr, sehr wichtig und wirklich entscheidend. Also achte da wirklich drauf. Viele Unternehmen bieten ihren Bewerbern darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich über ein Online-Portal zu bewerben. Auch kann ich dir LinkedIn sehr empfehlen. Das ist eine seriöse Variante, wo du dich vorstellen kannst, dich präsentieren kannst und direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten kannst und dich sogar oft über LinkedIn direkt bewerben kannst. Das kann ich dir empfehlen. Sie bieten auch sehr, sehr viele Online-Coachings an, wo du dich nochmal ein bisschen verbessern kannst oder Soft-Skills dazulernen kannst, die man dann in deinem Profil sieht, was natürlich sehr, sehr überzeugend ist. Also check unbedingt mal LinkedIn aus. Kommen wir zum Schluss nochmal dazu, welche Fehler du vermeiden solltest im Bewerbungsschreiben. Und da haben wir ganz klar Rechtschreib- und Grammatikfehler, die Nennung des falschen Ansprechpartners oder die allgemeine Ansprache, ein unstrukturiertes Layout oder übertriebenes Design. Ein weiterer Fehler ist, keinen Unternehmensbezug zu schaffen und fehlende Motivation für die Stelle. Ein Verweis auf die nicht relevanten Qualifikationen. Ausschweifungen, die nicht auf den Punkt kommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn wenn der mehrere hundert Bewerbungen am Tag liest, dann macht er klar und deutlich, warum du es bist. Wenn keine Unterschrift auf der Bewerbung drauf ist und wenn die falsche Unternehmensadresse oder Kontaktdaten angegeben sind. Gehe diese Sachen auf jeden Fall nochmal durch vor jedem Anschreiben, bevor du das verschickst, und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Bewerbungsschreiben. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Du kannst mit den Informationen etwas anfangen. Das war jetzt natürlich sehr, sehr viel, also speichere dir das Video am besten ab. Immer in die Kommentare schreiben, wenn du Fragen hast. Ich und die Community sind für dich da. Wir unterstützen dich da, wir helfen dir da. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Abonniere kostenlos unseren Kanal, das kannst du gerne hier tun. Und hier oben verlinke ich dir weitere interessante Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Vielen Dank fürs Einschalten, mach's gut und bis bald. Ciao.